Von hier aus können wir das aber auch nicht treffen, oder? Es piept auf jeden Fall. Oh! Funktioniert also doch. Mhm. Na gut. Ich hoffe mal, wir haben jetzt alle Kisten. Oh. Auf jeden Fall, die eine hätte ich vergessen. Ich habe da zwar gesehen, dass da was ist, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Und deswegen habe ich auch die eine TNT-Kiste da übergelassen, damit wir dann die unteren Kisten bei die kaputt kriegen. Ja! So. Make it happen! Yay! So, jetzt nur noch ohne Sterben hier durchkommen, das müssen wir wohl irgendwie hinkriegen. Sag ich heute. Heute, wo hier überhaupt nichts läuft. Wo ich alles kaputt krieg. So. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Es fehlen nur noch 6 Kisten. Und ich hoffe mal, dass diese 6 Kisten irgendwo jetzt auf dem Weg zum Ende verteilt sind. Da haben wir schon mal 3. Da vorne sind noch mal ein paar. Und ich hoffe, das sind Bars. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Außer wenn da jetzt 2 sind. Das wäre natürlich doof. Aber da sind 3. Und wir haben alle Kisten. So, jetzt müssen wir noch Ihmchen hier. Yes. So, und mir ist kalt und wir dürfen jetzt an Cortex ran. Aber wir speichern erstmal ab, weil die PlayStation wollte eben nämlich auch nicht. So. Ja, ist gut, Crash. Wir speichern erstmal ab, genau. Das ist wichtig. Und dann haben wir ja noch unten, haben wir ja auch noch ein paar Level. Stimmt, die haben schon wieder ganz verdrängt. 76%. Mir ist kalt! So, Heizung auf 3 aufgerissen. Ich habe jetzt auch hier irgendwie kein Jäckchen rumliegen, aber ich kann mir mal meine Decke umschmeißen. So. Ich hoffe mal, das bringt was. Ja. Machen wir mal Cortex, dann sehen wir direkt schon das nicht 100% Ende. Und ich hoffe mal, dass ich den jetzt direkt im ersten Durchgang fertig kriege, aber ich gehe mal nicht davon aus. Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Voller Zorn. Wahnsinnig wütend. Erneut habt ihr meine besten Handlanger ausgetrickst und überlistet. Ich müsste mich doch aufregen. Und wir sind auch wütend. Doch es scheint, als hättest du etwas übersehen, mein kleiner Apfelsinenpflücker. Du hast die Kristalle gesammelt und jetzt müssen wir sie dir bloß noch abnehmen. Apfelsinenpflücker. Mhm. Was eine Beleidigung. Oh, das war ein bisschen laut. Crash Bandicoot zum letzten Mal. Gib mir die Kristalle. Die unkomprimierte, so war das, unkomprimierte, von diesem Lied, bevor es ins Spiel kam, hört sich so viel besser an. Unkompressionieren.
Hallo! Ah, geht doch. So, zieh dich. So, ab in dein Loch. Was machen die Drähne? Nee, ich dachte, die würden das andere machen mit der Bombe. Aber gestorben sind wir ja bisher noch nicht. Wow, das war knapp. Hallo, geh doch mal in dein fucking Loch rein. Jetzt gleich diesen Modus mag ich so. Los. Come to me. Das war ja wohl mal easy pupisi. Schnelligkeitsschuhe. Um schneller zu rennen, halte während des Rennens die R2-Taste gedruckt. Weiter mit Dreieck. Yay! Aber wir sind noch nicht fertig. Bam, 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 bam. Und ich würde sagen, wir fangen... Schon wieder besiegt. Das ist nicht fair. Ich sollte mich an einen schönen Strand setzen. Mit einem großen Drink und einer Frau mit großen Eisbeuteln für meinen Kopf. Es ist noch nicht vorbei, Bandicoot. Da sind noch die Edelsteine. Mit großem Eisbeutel. Mit großen Brüsten. Ja. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal runter in den unteren Walken und gucken mal, ob wir da was machen können. Aber ich glaube nicht, wir haben jetzt, glaube ich, keinen Zeitredikt mehr geholt oder so. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall. Fangen wir von hinten an mit den Relikten, würde ich sagen, weil hinten sind halt die schwierigsten Level, ich finde ich persönlich. Und dann haben wir es halt dann immer leichter und werden dann immer easier mit der Sache umgehen und wisst ihr Bescheid. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so das Problem sein, weil die beschissensten Level sind eigentlich schon weg. Also halt die Fluglevel und die Unterwasserlevel. Und ansonsten ist es ist ja jetzt wirklich nur noch Rennerei. Abgesehen von den im Keller, da ist ja noch was. Können wir das wegdrücken? Nein, können wir nicht. Gut, damit ihr euch dann aber dieses Ende nicht zweimal angucken müsst, weil das wir werden uns ja mal das 105% angucken. Da konnten die Credits dann auch nochmal. Deswegen werde ich das jetzt einfach hier rausschneiden und wir sehen uns dann gleich im Warp Room wieder. So, da sind wir wieder. Die Credits haben doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal abgespeichert. Nochmal, damit ihr euch das jetzt nicht nochmal antun müsst. Und wir haben jetzt die Rennfunktion. Ja, aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nach unten und gucken mal, was da so ist. Aber ich glaube, da wird nichts sein. Alle geheimen Level haben wir, glaube ich, schon gemacht. Area 51, da brauchen wir 15 Relikte für. Haben wir nicht. Das können wir noch nicht machen. Deswegen gehen wir jetzt nach oben und fangen mit dem schwierigsten Level an. Und ich glaube, das wird, was haben wir hier überhaupt? Gone Tomorrow? Das ist, haben wir schon. Das haben wir auch schon. Ja gut, dann fangen wir hier mit an. Bug Light. Ach, Moment. Hier müssen wir nochmal hin. Haben wir alle... Wir haben alle Edelsteine. Das heißt, wir können hier noch den anderen Dings holen. Das würde ich sagen, machen wir jetzt direkt als erstes mal. Die, 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 die.
Kiste haben wir zum Glück schon alle geholt. Und dann machen wir jetzt hier erstmal das mit den ganzen Edelsteinen. So. Ach, wir können ja rennen. Ich hab ganz vergessen. Ich bin ein bisschen schneller. So. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich glaube, wenn wir jetzt sterben, ich hätte... Obwohl, ich weiß das... Ach, egal. Wir sind hier ganz genügend. Wir haben genug Zeit. Bin ich das letzte Mal, glaube ich, gestorben. Ah, ich habe mich gebückt, du Pisser. Und wir fangen wieder... Das war so klar. Ich muss auf jeden Fall diesen einen Checkpoint da holen. Wo ist da oben? Der Finger oben wird man nicht loben. Und man kann ja auch... So. Nein, wollte ich doch gar nicht. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Wunderbar. Können wir uns ja zwei Masken mitnehmen. Warum auch nicht? Wird uns ja angeboten. Das war gut. Das war sehr gut. So. Wow, fast runtergefallen. Das ist schön hier mit den Böden, mag ich, dass das so grün leuchtet. Das gefällt mir sehr gut. Da vorne geht es schon zum lilanen Edelstein. Hat der Grüne uns gefehlt? Ja, der Grüne hatte uns gefehlt, meine ich mal. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh, von rechts nach links laufen. That is new. Ne, du kommst zu mir. Come to me. Wow! Oh! Okay. Next one. Süß. Süße Robbenbabys im Wurzer Zoo. Und Raude. Das war easy hier. Was kommt jetzt? Ach, zurück wieder. Nee, das ist was anderes. Der Boden. Oh, ich mag den Boden hier. Gefällt mir richtig gut. Ja, supi. Ich habe mir gerade selbst applaudiert. Ja, dann können wir ja jetzt hier unser Relikt holen. Wäre eine Idee. 1,47 wäre für Saphir. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich trinke mal vorher noch was, weil mein Racheln ist ein bisschen kratzig. Ah, so. Moment. Ich krieg die Flaschen nicht so.